Stillstehende Maschinen, leere Fabrikhallen. Auch von den fast 80 Angestellten ist fast keiner mehr zu sehen. Im Dezember vergangenen Jahres musste dieser Mineralwasserabfüller dicht machen. Wie viele andere Unternehmen in Südsudans Hauptstadt Juba konnte auch Fuller den Betrieb nicht aufrechterhalten. Die notwendige Hardwährung fehlte. Es war unmöglich, an Dollar heranzukommen. Die Zentralbank wies uns vielleicht $100,000 pro Quartal zu, das reichte aber nur für knapp 3 Wochen. Der Südsudan produziert aus Rohöl fast nichts. Somit muss alles importiert und mit US-Dollar bezahlt werden. Wir müssen alles importieren, die Chemikalien für die Wasserreinigung, die Flasche, den Verschluss und das Etikett. Der Vorrat an Dollar schrumpft durch die abstürzenden Erdöleinnahmen und ist hart umkämpft. Unternehmer, die keine Beziehungen zu einflussreichen Regierungsbeamten haben, müssen sich illegal Dollar besorgen. Dreimal so teuer wie der offizielle Wechselkurs. Wir als Großhändler kommen nur sehr schwer an Hardwährung zum Kurs der Zentralbank heran. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Dollar vom Schwarzmarkt zu kaufen. Jeder Südsudanese ist dadurch direkt von den Schwankungen des Schwarzmarktkurses betroffen. Beispiel: Diese aus Uganda importierten Bohnen kosteten im Mai auf einmal das Doppelte. Als der Kurs nach oben ging, schossen auch die Preise sofort in die Höhe. Die Menschen konnten sich auf einmal nichts mehr leisten. Die Industrie des Südsudan, außer dem dominanten Erdölsektor, hatte schon vor dem brutalen, blutigen Bürgerkrieg im Land kaum Chancen. Der Verfall der Währung verschärft nun die Lage und die Aussicht auf Frieden gibt es nicht. Das wird auch weiterhin Arbeitsplätze kosten und noch mehr Unternehmen in den Ruin treiben.